Entschuldigen Sie, möchten Sie mal die neue Hot Sauce probieren? Kenn ich die? Nein, aber Sie lernen mich gleich kennen, wenn Gut. Sie nicht sofort den Löffel nehmen. Mm. Das war die Fruity Habanero Hot Sauce von Max Adlersson. Bestellen Sie jetzt. Hätte es nicht noch ein bisschen schärfer sein können? Ach, Hannes. Entschuldigen Sie, möchten Was? Sie mal die neue Hot Was Sauce Sie probieren? Von mir? Wer sind Sie? Immer Was? Noch der gleiche. Was? Ja. Okay, das war die neue Hot Sauce von Max Adlersson. Fruity Habanero. Perfekt für Fahrradfahrer. Entschuldigen Sie, möchten Sie vielleicht die neue Hot Sauce probieren? Ja. Das war die Max Adlersson Fruity Habanero Hot Sauce, jetzt auch in Ihrem Regal. Nee, ach nee, ist ausverkauft. So, das war also unser spontaner, super sauer, ne, war das hier. Fruity Habanero Hot Sauce Test von Max Adlersson. Die hat mir der Fahrer mitgebracht, hat gesagt, hier, willst du die mal probieren? Die ist überall ausverkauft mittlerweile. Hast du natürlich jetzt hohe Erwartungen gehabt, gedacht, oh, Habanero ist ja scharf. Fruity Habanero ist also köstlich und scharf. Und dann noch von Max, der selber immer so viel scharf frisst und scharf macht und scharf kackt. Also, das wird bestimmt ein Fest. Da ist hier drin, da steht Würzsoße, scharfe Würzsoße mit Apfelwein und Chilischoten. Äpfel 58%, Mango 13%, Apfelwein 11%, Zwiebel 8, Weinessig 5, Chili 1,3. Hannes hat gesagt, finde da leider gar nicht scharf und naja, halt fast nur fruchtig. Aber ist ja auch eine Fruity Habanero, also die Fruity schmeckst du raus. Habanero hätte noch ein bisschen mehr durchpfeffern können. Ruhig ein bisschen wagen und ein bisschen mehr Prozent an Chili rein. Shania, was hast du gesagt? Bisschen sauer, ne? Die hat in die Zitrone gebissen sozusagen und ich hatte auch hohe Erwartungen, als ich die mit dem Fahrer in einem Chili-Tasting getestet habe, wo wir verschiedene Soßen hatten. Da war ich total enttäuscht. Weil ich habe wirklich gedacht, dafür, dass sie dann so teuer war und so begrenzt war und was ganz Besonderes ist, kommt hier eine richtig krasse, heftige, brutale Soße. Aber ihm war die dann auch irgendwie zu flüssig. Er wusste gar nicht, wo er die dazu essen soll, wie er die dosieren soll. Ich werde wahrscheinlich bei meinem Habanero Tabasco bleiben, was ich mir überall draufknallen kann, was noch flüssiger ist. Aber nicht fruity schmeckt, aber mehr Schärfe hat. Aber für Einsteiger oder Leute, die so ein bisschen Spaß haben wollen, kannst du die sicherlich nehmen. Für uns, ja, wir sind auch andere Sachen schon gewohnt. Wir sind noch ein bisschen abgehärtet, deswegen haben wir da mehr erwartet. War jetzt nicht. Holt ihr euch, geht nicht, ist ausverkauft, wunderbar. Habt ihr die schon mal probiert? Kennt ihr die? Das Bild ist ja lustig, obwohl ich finde, es eigentlich sieht es auch schlimm aus. Ist zwar schwarz-weiß, aber ja, die Qualität von dem Etikett lässt halt auch zu wünschen übrig. Haben Sie noch Soße da? Wie keine Soße mehr da? Nein. Werden die letzte genommen? Ist wirklich keine mehr da? Ich schau mal kurz hier. Da ist noch Soße drin. Da ist noch Soße. Ich habe noch Soße gefunden. Kann man die trinken? Die kann man trinken. Die ist nicht scharf. Boah, hab ich ein Glück. Ich werde mich so umsoßen jetzt. Hut ab, das ist echt gute Soße, Mann. Und danke. Hier kriegst du letzte Soße wieder. Ein guter Mann, komm. Ah. Ich küsse dein Auge und. Ja, gut Smoothie, Bruder. Geiler Stoff. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das ist doch. Das ist ja mehr fruchtig als scharf. Das heißt ja auch. Perfekt für Fahrradfahrer. Nee, das reicht mir schon als Info. Das ist so ein Stück. Mit dem Löffel davor rankommst. Ich nehme dann den Löffel.
filmst kurz mein Gesicht und greifst dann dabei in deine Tasche, schlenkst rüber auf deine Soße. Also? So stimmt, du hast ja gar keinen Text. Der ist ja eingeblendet. Naja. Jetzt hast du vergessen, auf die Soße zu filmen. Ich dachte danach. Ja, das sieht gut aus. Ich hatte auch mal keine Reaktion momentan. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Shania hat mich komplett überfordert. Schön halt vor dich halten, damit der Löffel richtig auf mich zufliegt. So, also, oder? Weil der war, glaube ich, auch gerade daneben. Ja, jetzt musst du nochmal zurück. Weil war noch nicht so weit. Also wollen nur gucken, wie du es hältst, ob das dann passt. Warte. Wieso kommst du schon angelaufen? Hast du doch gesagt? Ich hab doch noch gar nicht nach dort geguckt, doch. Oder? Ja, weil ich mit Hannes geredet habe, deswegen. Jetzt kommt sie nicht und ich guck die ganze Zeit rüber. Ich bin doch schon in der Rolle drin. Das war zwar zu schnell da drauf, weil ich ja noch gar nichts gesagt habe, aber ist jetzt egal.